In unserem heutigen Rasseporträt geht es um eine der ältesten Hunderassen Englands, die bereits im 17. Jahrhundert gezüchtet wurde, deren Ursprung allerdings noch viel weiter zurückliegt. Es heißt, dass bereits im 6. Jahrhundert vor Christus über sie berichtet wurde. Die Rede ist von der englischen Bulldogge. Was du sonst noch über diese Hunderasse wissen solltest, erfährst du jetzt. Ursprünglich wurden die stämmigen Vierbeiner für Bullenkämpfe eingesetzt. Nach dem Verbot der Bullenkämpfe legten die Züchter den Fokus auf die Zucht von friedfertigen Begleithunden. Die englische Bulldogge gehört zu der beliebtesten Hunderasse in den Vereinigten Staaten. Sie verfügt über einen kompakten Körperbau und einen großen Kopf mit kurzer Schnauze. Laut Rassestandard sollen Bulldoggen zwischen 31 und 40 cm hoch sein, bei einem Gewicht von 23 bis 25 kg. Ihre Lebenserwartung beträgt zwischen 6 und 10 Jahren. Das Fell dieses Vierbeiners ist sehr pflegeleicht, kurz und dicht. Die Bulldogge tritt in vielen Farbschlägen auf, von gestromt, rehbraun, weiß bis hin zu gescheckt. Vom Wesen her ist sie sehr selbstbewusst und mutig, was auf ihre Vergangenheit als Bullenkämpfer zurückgeht. Gleichzeitig gilt sie aber als kinderlieb, sanft und liebenswürdig. Außerdem wird dieser Hund als in sich ruhend und gelassen beschrieben. Fremden gegenüber kann sie durchaus reserviert sein, jedoch ohne Aggression zu zeigen. Englische Bulldoggen sind sehr bescheiden, wenn es um ihr Zuhause geht. Sie fühlen sich in einer Großstadt genauso wohl wie in einem Haus auf dem Land. Aber wie bei jeder Hunderasse sind tägliche Spaziergänge natürlich ein Muss. Auch eine Bulldogge liebt es, die Natur zu erkunden und verschiedene Gerüche aufzunehmen. Für sportliche, aktive Menschen ist dieser Hund jedoch eher nicht so gut geeignet. Im Hundesport macht sie keine besonders gute Figur und auch als Begleithund beim Joggen oder Reiten eignet sie sich eher nicht. Im Hochsommer sollte man dem Vierbeiner außerdem genügend schattige Plätzchen bieten und ihn auch nicht überanstrengen, denn er verträgt absolut keine Hitze. Ein großes Thema bei der englischen Bulldogge ist die Gesundheit. Kurzköpfige Hunderassen leiden ja zuchtbedingt durch die Deformation des Kopfes leider häufig an Atemproblemen. Das nennt man übrigens brachycephales obstruktives Syndrom und geht unter anderem mit Symptomen wie lautem Schnarchen, Kurzatmigkeit und Belastungsintoleranz einher. Konkret bedeutet das, dass englische Bulldoggen nur schwer Luft bekommen. Leider verschlimmern sich häufig die Symptome mit zunehmendem Alter und macht diesen Hunden das Leben sehr schwer. Aus diesem Grund konzentrieren sich viele Züchter auf die sogenannte Rückzüchtung. Einer davon ist der sogenannte Old English Bulldog. Der Zweck dahinter ist es, die englischen Bulldoggen wieder zu gesunden und agileren Hunden zu machen. Ein weiteres gesundheitliches Problem, welches bei Bulldoggen auftreten kann, ist Übergewicht. Diese Vierbeiner fressen für ihr Leben gern, weshalb man immer ein Auge auf ihr Gewicht haben sollte. Weiterhin können Bulldoggen bedingt durch ihre Kurzköpfigkeit nicht so viel Wasser auf einmal aufnehmen, was bedeutet, dass man sie nicht mit Trockenfutter füttern sollte, sondern mit hochwertigem Feuchtfutter. Das allerdings gilt aus unserer Sicht ohnehin für jeden Hund. Solltest du dich in die englische Bulldogge verliebt haben und dir gerne eine zulegen wollen, sei dir der gesundheitlichen Risiken, denen diese Rasse leider ausgesetzt ist, vor dem Kauf bewusst. Wende dich auf jeden Fall an einen seriösen Züchter und noch besser an einen Züchter, der sich den Rückzüchtungen verschrieben hat. Dein Entschluss, einen Hund zu kaufen, steht bereits fest und du möchtest über die Kosten Bescheid wissen, die auf dich zukommen? Dann klick auf das linke Bild und finde in unserem Video heraus, welche finanziellen Herausforderungen auf dich zukommen. Die Körpersprache des Hundes interessiert dich brennend und du möchtest gerne erfahren, welche Drohsignale es im Repertoire des Hundes gibt? Dann klick auf das linke Bild, um direkt zu unserem Video zu gelangen, in dem wir dir erklären, wann du dich einem Hund besser nicht nähern solltest.